So I want to share some few tips. Ich möchte ein paar Tipps mitteilen. That will help us to manifest. Also die uns helfen, also Christus zu manifestieren. In this year 2020. In diesem Jahr 2020. Amen. Amen. So I want us to be very attentive. Ich möchte, dass wir bitte sehr aufmerksam sind. These are just some tips that will change your perspective forever. Das sind nur ein paar Tipps, die deinen Blickwinkel für immer verändern. But it will necessitate your total commitment. Das fordert, das setzt voraus, dass du dich wirklich total diesen Tipps hingibst. It's not something that will just fall onto you on a silver platter. Also das ist keine Sache, die man dir auf ein Silbertablett servieren wird. It needs you and I, our cooperation. Ja, also das ist kein kalten Salat oder kaltes Buffet, sondern wir brauchen unsere Mitarbeit. You know, when we enter into a new year. Wenn wir in ein neues Jahr hineinkommen. You see, expectations are great. Ja, die Erwartungen sind sehr hoch. You see, everybody is looking forward. Ja, also jeder schaut nach vorne. To a goal that they have placed before them. Zu einem bestimmten Ziel, was sie vor sich gesetzt haben. The things that they have not accomplished. Ja, also Dinge, die man vorher nicht erschafft, also geschafft haben. They're expecting that at least this time will be the time. Und man erwartet, dass wenigstens jetzt soll die Zeit dafür sein. But you know, a wise person said this. Doch wisst ihr, eine weise Person hat Folgendes gesagt. Says, when you do certain things, you do the same thing and you expect another result, is insanity. Ja, also wenn man dasselbe tut und erwartet gleichzeitig ein anderes Ergebnis, also das ist plemplem. Amen. Amen. So it means that there must be a change of the way we do certain things. Das bedeutet, es muss eine Veränderung geben in die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge tun. In order for us to expect something different. Damit wir ein anderes Ergebnis erwarten können. Let's look at our first scripture. Wir schauen uns unsere erste Bibelstelle an. To understand the nature of our God. Damit wir die Natur unseres Gottes verstehen. One aspect of God that we don't take into consideration. Also einen bestimmten Bereich Gottes, die wir nicht so oft berücksichtigen. Which is so important. Und dieser Bereich ist sehr wichtig. I want to read a scripture in Colossians 3, the verse number 25. Ich möchte bitte Kolosserbrief 3 lesen, Vers 25. The last verse of Colossians 3. Also der letzte Vers von Kolosserbrief 3. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of persons. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. There is no respect of persons. Also es gibt kein Ansehen der Person. Now this is one of the qualities of God. Das ist einer der Eigenschaften Gottes. God does not respect persons. Also Gott hat kein Ansehen für die Person. So in other words, anders gesagt, God walks according to his principle. Gott wirkt entsprechend seinem Prinzip. So what he lays down, also was Gott also fundiert hat, is what he calls us to walk by in order for us to receive results. Positive results. Hierzu beruft er uns, nämlich danach zu wandeln, damit wir auch positive Ergebnisse haben. Amen. Amen. So now let's bear in mind that God does not respect person. Also lass uns bitte wirklich in uns behalten, dass Gott unparteiisch ist. And now let's look at John chapter 1. Und jetzt schauen wir uns Johannes Evangelium 1. John chapter 1. I want to read from the verse number 1. Und ich lese ab Vers 1. John begins with this wonderful statement.
He says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Im Anfang war das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In him was life, and the life was the light of men. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Amen. Amen. So here we see that in the beginning was the Word. Hier sehen wir, im Anfang war das Wort. So this actually reveals to us that before anything begins is the Word. Das zeigt uns, dass bevor irgendetwas gibt es das Wort. So the Word is before any beginning. Das heißt, das Wort steht vor allem Anfang. And John said all things were created or were made by him. Und hier sagt Johannes, alles wurde durch dasselbe. He made everything. Er schuf alles. Every person. Jede Person. Everything. Jede Sache. Every place. Jeder Ort. Every event. Jedes Ereignis. Was made by the Word. Wurde durch das Wort. Now, please listen very carefully. Und bitte hört ganz genau hin. The Word. Das Wort was not the thing that was made. War nicht die Sache, die geschaffen wurde. The things that was made by the Word. Sondern die Sachen wurden durch das Wort geschaffen. Okay, very important. Das ist sehr wichtig. Because we're going to learn some very important principle here. Denn hier werden wir ein paar wichtigen Prinzipien lernen. From the Word of God, aus dem Wort Gottes, came everything that we can see. Wurde alles, was sichtbar ist. But what you see, doch das, was du siehst, you can't say is the Word. Kannst du nicht sagen, ist das Wort. Because the Word is what is not seen, from which everything that is seen is made up of. Denn das Wort ist das Unsichtbare, woraus alles Sichtbare erschaffen wurde. That's why you can't take any etiquette and place upon the Word. Und deshalb kannst du kein Etikett oder keine Marke und auf das Wort branden. Das geht nicht. So you cannot take a certain person and say, this is the Word. Zum Beispiel, du kannst keine bestimmte Person nehmen und sagen, aha, diese Person ist das Wort. Amen. Amen. But that person came from the Word. Doch die Person ist aus dem Wort erschaffen. So, when we talk about a person, also wenn wir über die Person sprechen, a doctor, zum Beispiel ein Arzt, a lawyer, eine Rechtsanwältin, a businessman, ja, ein Geschäftsmann, eine Geschäftsfrau, a pastor, ja, ein Pastor oder eine Pastorin. That is a person. Das ist eine Person. He's created from the Word. Diese Person wurde aus dem Wort geschaffen. But it's not the Word. Doch diese Person ist nicht das Wort. The Word is greater than. Denn warum? Das Wort ist größer als die erschaffene Person. When any one of us. Dementsprechend, wenn irgendeiner von uns. You hold on to yourself. As a person, ja, also du hältst an deinem Selbst fest als Person. You lose the power to create. Was geschieht mit dir? Du verlierst diese Macht der Erschaffung. Amen. Amen. So that is why Paul tells us that
God is not a respecter of person. Und deswegen sagt uns Paulus, dass Gott ist, er hat kein Ansehen der Person. Amen. Amen. So every object comes out of the word. Jeder Gegenstand stammt aus dem Wort. But there is no object that you can say is the word. Doch es gibt keinen Gegenstand, den man benennen kann und sagen, aha, guck mal, dieser Gegenstand ist das Wort. Okay. Mhm. So there are many races in this world. Also es gibt viele Rennen auf dieser Welt. Many race. Also es gibt viele Rassen auf dieser Welt. But there is no particular race that can claim to say is the word. Doch es gibt keine bestimmte Rasse, wo man sagen kann, diese Rasse ist das Wort. But all of them came from the word. Doch alle sind aus dem Wort geschaffen. So this now is trying to, God is trying to open our eyes to see a quality of the word of God. Also Gott ist dabei, unsere Augen zu öffnen, damit wir eine bestimmte Qualität aus dem Wort erkennen. Amen. Amen. So the word of God. Das Wort Gottes. Who is Christ? Das auch Christus ist. Has no gender. Also er hat kein Geschlecht. Amen. Come on. He has no color. Er hat keine Hautfarbe. He has no ethnic group. Also er hat keine ethnische Gruppe. It has no profession. Ja, das Wort hat keinen Beruf. Now, this is very important. Denn das ist sehr wichtig. Why is this important? Warum ist das hier wichtig? Because you and I, we are called to live in the word. Denn du und ich, wir sind berufen, nämlich in das Wort zu leben. To live in Christ. Nämlich in Christus zu leben. Amen. So Amen. In order for you and I to live in Christ, doch damit du und ich in Christus leben, we must come to a place where we are detached, where we are separated from any labeled in terms of our gender, our profession, our possession. Mhm. Und dementsprechend, wenn wir nun in Christus leben sollten, wir sind berufen, dass wir wirklich uns von allem trennen. Das bedeutet, wir kommen raus aus der Brandmarke Geschlecht, aus der Brandmarke Beruf, aus der Brandmarke, dass wir zu einer bestimmten, ich sag mal, ethnische Gruppe gehören. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, this is very important. Denn das ist sehr wichtig. But it's not easy. Doch es ist nicht leicht zu erreichen. Very important. Das ist wichtig. It's not easy. Doch es ist nicht leicht. And Jesus himself said. Und da sprach Jesus selbst. If you abide in my word. Also wenn du in meinem Wort bleibst. And my word abide in you. Und mein Wort in dir bleibt. You will bear fruit. Was geschieht mit dir? Du trägst Frucht. Why is it that we don't see fruit then? Dann stellt sich die Frage, warum sehen wir diese Frucht nicht? Is the word not preached? Wird das Wort nicht gepredigt? How many of us are in the word? Doch die Frage stellt sich, wie viele von uns sind im Wort? Because in the word of God, denn im Wort Gottes, you cannot enter in, kannst du nicht hineinkommen, by your five senses. Und zwar durch deine fünf Sinne. You cannot feel the word. Das Wort kann man nicht körperlich fühlen. It is a place of awareness. Das Wort ist ein Ort des Bewusstseins. It's a place in which you are conscious. Es ist ein Ort, wo dir nämlich, wo du wahrnimmst. Where you have no nationality. Und zwar im Wort gibt es keine Nationalität. You possess nothing. Also dir gehört gar nichts. Amen. Amen. Now I know it's difficult. Ich verstehe und ich weiß, dass es schwierig ist. But it is necessary. Doch das ist notwendig. Now look, in the word. Im Wort is
all possibilities of everything that you can ever desire. But the problem is that you have been attached to your gender, you have been attached to the material objects in this world, houses that you see you can touch, money that you see you can touch. So saying to you to detach from this thing and get into the unknown, because the word, you don't really know what is inside the word. Amen? Amen. Because in the word are all possibilities, but you see these glorious things outside and you think that these are the things that you must attach yourself to in order for you to see them manifest in your own life. But what God is saying to you and I is for us to detach ourselves from this thing and step into the unknown. Amen. 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 But there is something greater waiting for us there. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass im Wort gibt es alle Möglichkeiten. Wirklich alle. Und alle heißt alle. Doch der Punkt mit dem Menschen ist, der Mensch ist angehaftet worden. Der Mensch ist angehaftet mit all dem, was er körperlich sieht. Mit dem Haus, mit dem Auto, mit all dem, was man so für herrlich hält. Ja, der Berufsstatus, der Berufsstand und, die sozialen Verhältnisse. Der Mensch ist damit behaftet. Denn warum? Im Wort gibt es alle Möglichkeiten, bloß diese Möglichkeiten sind nicht körperlich sichtbar. Das heißt, wenn man im Wort bleiben möchte, das bedeutet, der Herr beruft uns alle, nämlich zu dem Unbekannten, zu dem fünf Sinnen Unbekannten. Das heißt, man muss seine Bagage von all dem, was man festgehalten hat, loslassen, damit man in das körperlich Unbekannte einsteigt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, when you are in the Word, nun, wenn du im Wort bist, the world does not know you. Da kommt noch eine schlimme Sache. Die Welt kennt dich gar nicht. Amen. Amen. The world doesn't know you. Das bedeutet, du bist nicht nur in das Unbekannte, sondern du selber bist unbekannt. Amen. Amen. So the world doesn't know you because the world does not know the word. Now, we're referring to the word as Christ. I want to let you understand that Christ is not just a person. Come on. This Christ we are talking about is more than a person, is more than a thing, is more than a place, is more than a continent. All the whole creation is in him. Can you imagine that? And you and I, we are in him. So there is no fragment of that which is in Christ that you can take and define yourself to be. And that is the mistake. Because when you enter into Christ, you enter into the vastness of nothingness where you are only awareness. Amen. Hallelujah. And when you are awareness, it is from that place of awareness that you can create. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were created by the Word. So when you come into that place of the Word, it is where you can then create. Amen. Amen. But you must enter there first. Und deshalb ist es wichtig auch zu begreifen, dass in dem Wort, in diesem sogenannten Unbekannten, da ist alle Möglichkeiten. Doch zuerst ist es wichtig für uns, dass wir das Wort nochmal genau anschauen. Denn warum? Wenn wir in das Wort hineinkommen, da geht es darum, wir kommen in das, nämlich in diesem Bewusstsein hinein. Denn für uns Christen denken wir das Wort, oh, das Wort ist Christus. Christus ist eine Person. Also wir definieren Christus gemäß der Geschichte. Nämlich, er kam irgendwann, der ist Jude und so, und er ist für uns gestorben und so weiter und so fort. Bloß Christus ist mehr als das. Christus ist mehr als eine Person. Er ist mehr als ein Ort. In Christus ist der ganze Kosmos gefasst. Alles, was sichtbar und unsichtbar ist, ist in Christus gefasst. Das heißt, wenn man in das Wort hineinkommt,
man kommt hinein und zwar aus einem Bewusstsein. Und wenn man als Bewusstsein hineinkommt, aus dem Bewusstsein Christi, ist man in der Lage zu erschaffen, so wie es im Johannes 1 steht. Nämlich im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und warum? Alles wurde durch das Wort. Das bedeutet, erst wenn du in dem Wort bist, bist du in der Lage, dass alles durch dich wird. That is the first step. Und das ist der erste Schritt. To enter into the word. Nämlich in das Wort hineinzukommen. To be aware of where you are. Nämlich, dass man sich bewusst macht, wo man ist. Amen. Amen. Now, when you are in the word, wenn du nun im Wort bist, you're nobody. Du bist niemand. Now, understand what I mean by nobody. I'm not talking about you having no value. You are nobody. You are also, not a body. Also es ist wichtig zu begreifen, was ich meine mit niemand. Das bedeutet nicht, dass du nun keinen Wert hast oder so. Also das ist nicht der Punkt. Sondern wenn du in dem Wort bist, dann bist du kein bestimmter Körper. You are no one. Ja? Du bist, also ich sag mal so, ich sag's in meinen Worten, du bist keiner. You have no race. Du hast keine Rasse. You have no nationality. Du hast keine Nationalität. You're not a German. Also um uns ein bisschen zu enttäuschen, du bist kein Deutscher, kein Kameruner, kein Nigerianer und so weiter. When they insult a German, it doesn't get to you. Und deswegen, that is not you. Und deswegen, wenn man dich als Deutscher oder einen bestimmten Nationalmensch beschimpft, dann kommt es bei dir in dem Wort nicht an. When they touch this body, wenn man diesen Körper berührt, it's not you. Das bist du nicht. How many Christians will fight back? They will fight you. They will insult you. They will call curses upon you. It's because they haven't come to understand. When the Bible says that we are in Christ, we have left this place. I'm showing you a secret that if you stay there, you know, after I will tell you how you can be there just for a week and come and tell me what will happen to your life. When you get to that place and stay there just for 2 hours, your life can never be the same. Your body can never be the same. Your environment can never be the same. There is a place called Christ that we need to be aware of. Amen. That will change our body, will change our circumstances, but we need to come out of this material world first. Und dementsprechend stellt sich die Frage, wie viele Christen würden zurückschlagen, würden wirklich bis zu den Zähnen kämpfen, ja, damit sie ja ihre, sage ich mal, menschliche Identität, menschliche, sage ich mal, Bekanntschaft behalten. Doch hier ist es so, dass ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Es gibt einen Ort, was Christus heißt. Später werde ich nochmal erläutern, und zwar wie man dort bleiben kann. Doch wenn man in Christus für nur 2 Stunden bleiben kann, also erstmal ändert sich seine Denkweise, erstmal ändert sich sein Bewusstsein, da ändert sich die Art und Weise, wie man sich selbst betrachtet und wie man sich selbst trägt. Da ändert sich von da an alles. Doch wichtig ist, dass man erstmal in Christus, sprich in dem Wort, hineinsteigt. Doch damit man hineinsteigt, muss man erstmal alles andere an Bagagen loslassen. Amen. Amen. Now look at the language that Paul uses. Schaut euch mal an die Sprache, die Paulus verwendet hat. He calls Christian the body of Christ. Er nennt die Christen den Leib Christi. Paul says that we are not in a geographical place that can be labeled in this world, but we are in heaven. Paulus sagt, wir sind nicht an einem geografischen Ort, den man benennen kann oder brandmarken kann, sondern wir sind wo? In Christus. Paul says that we don't live according to time. Paulus berichtet uns, wir leben nicht entsprechend der Zeit, but eternity.
sondern wir leben in die Ewigkeit. Amen. Amen. So the life that we have, das bedeutet, das Leben, was wir nun haben, is eternal life, ist ewiges Leben. The inheritance we have, also das Erbe, was wir bekommen haben, is eternal inheritance, ja, ist ewiges Erbe. Amen. Amen. And so when we understand this, wenn wir dies begreifen, we then understand how important we are. Dann begreifen wir, wie wichtig wir sind. That there is a place where we can appreciate, where we can know through our five senses. Nämlich, dass es einen Ort gibt, den wir wertschätzen können, den wir aber auch erkennen können, und zwar durch unsere fünf Sinne. But there is another place. Doch es gibt einen anderen Ort. Beyond the place where we can touch and see and taste. Und zwar weit über den Ort, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Which we can only know through awareness. Und dieser Ort können wir nur durch Bewusstsein erkennen. And Paul calls the place the word. Und Paulus nennt diesen Ort das Wort. Paul calls the place Christ. Paulus nennt diesen Ort Christus. And so Jesus Christ, also Jesus Christus, the word of God, das Wort Gottes, came into the world, er kam in die Welt, to redeem us, um uns loszukaufen, not only from sin, nicht nur von der Sünde, he came to take us away from this world, er kam, um uns aus dieser Welt rauszunehmen, that we may be with him, damit wir bei ihm sind, that we may be in the word, damit wir im Wort sind. Now look at the Revelation 5, the verse number 9 and 10. Schaut euch mal Offenbarungsbrief 5, Vers 9 und 10 an. Let's look at what Revelation 5, the verse 9 and 10 tells us. Wir schauen uns, was Offenbarung 5, 9 und 10 uns berichtet. It says, and they sang a new song, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. Now it's a reference to Jesus. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kingdom and tongue and people and nation. For what purpose? And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Und wozu? Und hast sie zu Du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So Jesus has redeemed us. Also Jesus hat uns losgekauft. And has made us unto our God kings and priests. Und er hat uns zu unserem Gott Könige und Priester, that we may reign on the earth, damit wir auf Erden herrschen, that we may have dominion, damit wir die Regenz auf Erden haben. Now for us to have dominion on the earth, we are not to operate from the earth. Damit wir Regenz auf Erden ausüben können, dann müssen wir nicht aus der Erde wirken. So our attention, deshalb unsere Aufmerksamkeit, should be on the word. Soll auf das Wort sein. Amen. Amen. So now, if our attention is on the word, nun, wenn unsere Aufmerksamkeit auf das Wort ist, it means all our focus is upon the word. Das bedeutet, alles, all unser Fokus ist auf das Wort. But the word is not an empty space. Doch das Wort ist nicht so ein leerer Raum. The word is an agglomeration of all the information from which God creates anything. So it is the bank of creation. So our focus is upon the word, and from that place we are to create whatever we want to see happened
in this world. Denn das Wort ist kein luftleerer Raum, sondern das Wort ist sozusagen die Erschaffungsbank. Von dem Wort aus wird alles erschaffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn unsere Aufmerksamkeit auf das Wort ist, wir sind nun in der Lage, die Welt, die Gott bestimmt hat, zu erschaffen. Amen. Amen. So now we've established the fact that there is a word, there is a place of all possibilities called the word, and we are to enter into it. Wir haben nun festgestellt, dass es gibt einen Ort, wo alles möglich ist. Und dieser Ort lautet das Wort. Und wir müssen in dieses Wort hineinkommen. So how do we find ourselves? How do we become aware of being in the word? So da stellt sich die Frage, woher werde ich nun erkennen, dass ich im Wort bin? There are two things. Es gibt zwei Sachen. Number one, die erste, stop thinking about your past. Hör auf, über deine Vergangenheit zu denken. Amen. Amen. 2019 is gone. It's a vapor. It doesn't exist. 2019 ist Ade. Die gibt es nicht mehr und die wird es nicht mehr geben. Amen. Amen. And all that which you experience, which are now in our memories, you know, they are in the mind, they are in our memories, the things that we go through, good or bad, this shouldn't follow you into Christ. You are in a new realm and you are to create something new. Amen. So for you to really be in Christ and be aware and place all your attention in Christ, number one, you must detach yourself, sever yourself from your past. Und dementsprechend, alles was 2019 angeht, sowohl die guten und die schlechten Sachen, die sind alle passé, die sind vorbei. Das heißt, sie sollen dir nicht folgen, und zwar in Christus hinein, in das Bewusstsein Christi. Das bedeutet, wenn du da hineinkommen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich von der Vergangenheit trennst. Du sagst ihnen, lebe wohl. Amen. Amen. Now, you and I, there are a certain way of thinking. Denn es ist so, dass jetzt, wo wir in 2020 sind, die Vergangenheit hat eine Art zu existieren, nämlich in unserer Denkweise, beziehungsweise in unserer Speicher, also sprich in der Erinnerungsvermögen. Und wir haben auch eine Art und Weise zu denken. There is a way that man thinks. Es gibt eine Art und Weise, wie der Mensch denkt. That predicts his future. Und diese Art und Weise, das zeigt, welche Zukunft dieser Mensch hat. That's why I make the statement in the beginning that if you're thinking the same thing and you expect the future to be something different, then you are in dissolution. Because what you think is what will produce your future. So what are we trying to say? It's saying that if you begin to bring the things in your past back into your presence, into your thinking, your future is predictable. Your future is known because your future will become your past. So that's why many people goes into rounds throughout the year. They say, I want to accomplish this. And they start a resolution in the beginning of the year. And before they realize, they are doing the same thing they used to do 2 years ago, 3 years ago, 10 years ago. And they are expecting that 2020 somehow, miraculously, God will not respect their person and just give them a miracle. No, God is a respecter of a person. Your personality is born out of your thinking. So if you are thinking the same, your personality will always be the same. And what will come out of the creation of that personality will be the same. So you will produce 2019 into 2020. It may look different, but it's the same thing. But if you are tired of it and you want to change it,
You have to come back into the past and deny yourself from doing the things that you used to do always and hook onto the place called the Word of God, the realm of possibilities where many thoughts are found, and receive that thoughts and begin to think new. And before you realize, 2020 will be a year that you have never known before. Oh, hallelujah. Oh, so you have recreate a new year. In other words, God through you has bring forth something new. Amen. Und dementsprechend, so sagte ich anfangs, dass wenn man dasselbe denkt und erwartet ein anderes Ergebnis, ja, dann ist dieser Mensch der größte Scherzmacher der Welt. Denn warum? Dann ist die Zukunft dieses Menschen bestimmt und vorhersehbar. Also da braucht man kein Prophet zu sein, denn warum? Das, was man immer wiederholt denkt, man bringt es auch in das neue Jahr hinein. Was würde geschehen? Man wird genau dasselbe tun. Wird zwar anders aussehen, weil es ein anderes Jahr ist, ja, hat eine andere Verpackung, aber es ist dasselbe in Grün. Und das ist der Grund, warum viele Menschen immer im Kreis drehen. Ja, ich habe es mal in 1980 gemacht, 1990, 2000 und jetzt sind wir bei 2020. Und es ist immer noch dasselbe. Bloß der Punkt ist, was tut dieser Mensch? Dieser Mensch lässt zu, durch sein Denken, dass dasselbe immer wieder geschaffen wird. Und wir Christen haben so eine komische Eigenschaft. Ne? Also wir denken, wir können Gott irgendwie einen Streich spielen. Sag, na Gott, dann ignoriere doch, was ich tue und schaff mir doch ein Wunder. Ne? Das wäre doch mal was, nicht? Dass aus nicht wirklich etwas entsteht. Falsch. Aus dem Wort entsteht alles. Nicht aus nichts. Das heißt, wenn ich dasselbe mache, dann brauche ich keinen Propheten. Dasselbe wird auch passieren. Bloß wenn ich müde desselben bin, ich sage es in meinen Worten, wenn ich die Schnauze voll habe, immer wieder dasselbe zu haben, dann schreite ich ein bisschen zurück, nämlich zu 2019 und sage, du, pass auf, du bist vorbei, auf nie mal Wiedersehen. Dann trenne ich mich von diesen Dingen. Dann trenne ich mich von das, was ich immer wieder tue, das, was ich immer wieder befürworte oder bevorzuge, dann sage ich Tschüss. Und was geschieht? Dann öffne ich mich für das Wort, damit 2020 nicht nur ein neues Jahr ist oder ein neues Jahrzehnt, sondern ein neues Erlebnis ist. Eine neue Erfahrung in Christus. Denn warum? Dann bin ich in der Lage, Gottes Idee, die ich noch nie gefasst habe, Gottes Idee, die mir noch nie eingefallen ist, ich bin in der Lage, diese aufzusaugen und zu erleben. Und deshalb sind wir berufen, nämlich wenn wir im Wort sein wollen, ist es wichtig, dass wir lossagen von dem, was vergangen ist. Amen. Amen. The word of God, das Wort Gottes, is pure. Ist rein. The word of God is pure. Das Wort Gottes ist rein. You know what pure means? Wisst ihr, was rein heißt? It means that it's not a respecter of person. Rein bedeutet, das Wort Gottes hat kein Ansehen der Person. The word of God is not mixed. It's pure. Das Wort Gottes ist keine Mixtur, ja? Kein Gemisch, sondern das Wort Gottes ist rein. Halleluja. Amen. Jesus said, da sprach Jesus, blessed are the pure in heart, nämlich selig sind die reinen Herzens, for they shall see God. Denn was geschieht ihnen? Sie schauen Gott. Why are we not seeing God? Warum schauen wir Gott nicht? Why do we not see our future in him? Why do we not see our inheritance? Why do we not see our healing? Why do we not see our prosperity? It's because we come to God with an unpure heart. What is an unpure heart? With the motive that God, I want you to bless me so that I will show the people in my village, I will show the people in my family, I will show others that I am something. Now, why? In look at the way you come into that place of purity. So you cannot really see God because your motives and your
emotions are based on envy and based on jealousy and based on bitterness. And bitterness, envy, and all these negative emotions are not found in the Word. Amen. Amen. They are not in the Word. So that is why most of us, we don't enter. We do everything. Go to churches and see how they pray. My enemies die. Which enemies? There is no enemies in the Word. Come on. You're joking. Amen. It's a joke. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass nämlich das Wort Gottes ist rein. Das heißt, wenn ich in das Wort Gottes reinkommen möchte, dann komme ich mit reinem Herzen. Was heißt das, dass mein Herz rein ist? Das bedeutet Bitterkeit, Unvergebenheit und sogar das Verlangen, dass Gott an meiner Stelle für mich etwas tut, die lasse ich los. Denn warum? Wenn ich zu Gott komme und sage, Gott, tue etwas, damit ich dem Menschen zeigen kann, guck mal, was Gott getan hat, egal welche Menschengruppe. Was geschieht denn da? Andererseits heißt es, dass Gott es noch nicht getan hat. Und andererseits ist es so, dass im Wort aufgrund der Reinheit solche Sachen nicht vorzufinden ist. Das heißt, wenn ich zu Gott komme, dann schaue ich nicht Gott, dann kann ich Gott nicht sehen, sondern ich sehe nur meine Absichten, meine Beweggründe, warum ich überhaupt komme, dann sehe ich das. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn ich zu dem Wort kommen möchte, dann muss ich diese Dinge loslassen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, today we're sharing some tip that will change your perspective for 2020. Also, and you will manifest as fast as you can ever imagine. Amen. Wir teilen ein paar Tipps aus, nämlich, dass man für 2020 braucht, damit man auch schnellstens manifestieren kann, wer man ist. Amen. Amen. The Word of God, das Wort Gottes, is made up of thoughts of God. Nämlich besteht aus Gottes Gedanken. And in God's thoughts, und in Gottes Gedanken, are the information He wants to share with you. Gibt es die Informationen, die Gott mit uns teilen möchte. And so when you are in Christ, also wenn du in Christus bist, you are in a field of information. Du bist in einer in einem Informationsfeld. Where all possibilities are found. Wo alle Möglichkeiten vorzufinden sind. Amen. Amen. And so God calls you and I. Nun Gott ruft dich und mich. That through the word. Nämlich durch das Wort. We can see. Können wir nun sehen. Amen. Amen. We can have a vision. Wir können eine Vision bekommen. And so that is why the psalmist said. Und deshalb sprach der Psalmist. By your light. Nämlich durch dein Licht, I can see light. Bin ich in der Lage, Licht zu sehen. Jesus Christ, Jesus Christus, is the light of all men. Er ist das Licht aller Menschen. Amen. Amen. So when we are in him, also wenn wir in ihm sind, we see light. Dann sehen wir Licht. Amen. Amen. We see our future. Wir sehen unsere Zukunft. Amen. Amen. 2020 is already accomplished in him. Ist schon in Christus vollendet. Every event, jedes Ereignis, every event, jedes Ereignis that you are to manifest, to experience, is already in him. Die du erfahren solltest, ist schon in ihm. Amen. Amen. So what do you do? Also was tust du? You get into Christ. Ja, du steigst in Christus hinein. And you bring those information, you bring those vision into your daily walk. In other words, you are drawing from the bank of all possibilities and you bring it into your physical day-to-day walk so that every moment, every day you walk, where you go, the vision is in front of your eyes. Amen. Amen. Das bedeutet, du steigst in Christus hinein, in der Bank der alle Möglichkeiten. Und was tust du? Du holst nämlich seine Vision, seine Informationen raus und stell es vor dir in deiner physischen Welt. Damit in deinem täglichen Wandel hast du nur Gottes Information vor dir. Amen. Amen. So now the question is, nun stellt sich die Frage, simple,
As we close, so wie wir nun schließen. Each and every one of us will have to ask the question to himself. Also jeder muss sich diese Frage stellen. What is your intention for this year 2020? Was ist deine Absicht für das Jahr 2020? What do you want to see accomplished? Was möchtest du erledigt sehen in diesem Jahr? Amen. Amen. Now, number one, als erstes, let me recapitulate again so that you understand the message clearly. Also das fasse ich nochmal zusammen, damit du die Botschaft ganz klar begreifst. Number one, als erstes, you have to come out. Ist es wichtig, dass du rauskommst of your past, aus deiner Vergangenheit. You have to be a nobody. Ja, das heißt, du wirst erstmal keiner sein. No race. Ja, keine Rasse. No profession. Also kein Beruf. You have to not to attach yourself to anything. Ja, hafte dich an gar nichts an. You've come to the place. Nun bist du zu dem Ort gekommen, where you can see clearly. Wo du ganz klar sehen kannst. Amen. Amen. So what do you want to accomplish? Also, was möchtest du erreichen? What do you want to see happened? Was möchtest du also geschehen erleben? Is it healing? Ist es Heilung? Now remember, the body that you have rejected was full of disease. Bitte denke dran, den Körper, den du losgelassen hast, ist voller Krankheit. Amen. Amen. So when I say you are nobody, it means you don't place your attention to the body that you were always in pain with. You have taken your attention away from your body, away from your daily routine, and you have now focused your attention. You focus your attention on Christ, where all possibilities are, where healing is before your eyes. So there is another body in Christ, which is not the body you have carried through the year. The body of pain, you refuse to place your attention on it because you have left it behind and you have entered. If you have 2 cars, 3 cars, beautiful, wonderful, let them aside. Enter into this new era, which you will get more cars. Amen. It's not bad for you to have more. Amen. God is a God of abundance. But if you want to produce this more, you must sever yourself from the things in which you are attached to, so that you will come to that place where you can create something new. Und dementsprechend, wenn es heißt, dass du keiner bist, das bedeutet in dem Beispiel der körperlichen Krankheit, das bedeutet, den kranken Körper hast du losgelassen. Und das Loslassen bedeutet, man guckt nicht, man nimmt nicht seine Aufmerksamkeit auf den kranken Körper. Im Gegenteil. Man hat den losgelassen. Die Aufmerksamkeit ist auf Christus, das Wort. Denn warum? In Christus hat man nun den Blick auf die Gesundheit, auf den gesunden Körper. Das heißt, man beschäftigt sich und zwar mit dem gesunden Körper. Und was geschieht denn da? Da ist man in der Lage, nämlich die Möglichkeit der Gesundheit zu erleben. Doch es ist auch wichtig zu sehen, dass zum Beispiel was Vermögen angeht, was Sachen, die man angesammelt hat, zum Beispiel wie Autos oder Häuser, es ist gar nicht verkehrt, wenn man mehr als einen hat. Was hat der Pastor nicht gesagt? Wenn ich nur einen habe, dann bin ich nicht in der Lage zu teilen oder zu helfen. So, und dementsprechend ist es wichtig zu sehen, dass wenn ich mehr erreichen will, das, was ich schon erreicht habe, die lasse ich erstmal da und bewege mich in Christus hinein, wo das Meer gibt. Nicht nur das Meer, sondern auch die Erschaffung, die Materialisierung des Meeres möglich ist. Was geschieht denn mit mir? Meine Aufmerksamkeit ist auf Christus und nicht auf das, was ich schon erreicht habe oder das, was ich schon kenne oder das, was ich schon, ich sag mal so, in meinem Besitz ist. Und deshalb ist es wichtig, das sind so Dinge, Tipps, die wir lernen, damit wir in diesem Jahr 2020 manifestieren können. Amen. Amen. Now, there are 2 things that produces, that helps you to create too. Es gibt 2 Dinge, die uns helfen, nämlich Dinge zu erschaffen. Amen. Amen. So, I just pray that most of you will go and listen to this message again. Also, mein Gebet ist, dass viele von uns, wenn nicht alle, diese Botschaft noch einmal anhören werden. Because these are things you must write. Denn das sind die Dinge, die du normalerweise aufschreiben musst.
Amen. Amen. There are two things. Es gibt zwei Sachen. Vision. Und zwar Vision. What you want to see. Also das, was du sehen möchtest. Number two. Die zweite. The feelings, the emotion that is attached to that vision. Ja, die Gefühle, die zu dieser Vision gehören. Amen. Amen. Because every vision, denn jede Vision, whatever you see, was auch immer du siehst, has a corresponding emotion that carries the vision. Hat ein entsprechendes Gefühl, was diese Vision transportiert. Amen. Amen. You see, our body is carried by our mind. Unser Leib, unser Körper werden durch unsere Gesinnung getragen. When you think that you want to take a shower, your body is going to the bathroom. Ja, was geschieht? Wenn du denkst, dass du, oh, ich möchte duschen, was geschieht? Man sammelt schon Handtuch und alles, man ist auf dem Weg zur Dusche. Amen. Amen. It's not your body going, it's your mind who give the signal to your body to get there. Es ist nicht der Körper, der den Befehl gibt. Nein, es ist die Gesinnung, der das Signal auslöst, was der Körper ausführt. And so, for example, when you are sick, als Beispiel, wenn du durch Krankheit gehst, there is a corresponding emotion attached to your sickness. Es gibt ein entsprechendes Gefühl zu diesem Gedanken oder zu diesem, ich sag mal, zu diesem Umstand der Krankheit. You may feel victimized. Ja, du zum Beispiel, du fühlst dich als Opfer. You see, I'm a victim. Ja, ich bin ein Opfer. Why am I having this? Warum habe ich das? Now you have two things there. Also bei diesem Beispiel gibt es zwei Möglichkeiten. The sickness that you see in your mind. Es gibt die Krankheit, die man in der Gesinnung sieht. And the corresponding feeling. Und das entsprechende Gefühl dazu. So as long as you're feeling as a victim, solange du dich als Opfer fühlst, you will always be sick. Wirst du immer Krankheit erleben. Because the feeling is what feed the thinking. And as long as you're feeling that way, you will be thinking that way. Amen. And so what is God saying to us? The word of God is what is our thinking. So God gives you a new thought. And not only that, through the new thought he gives you, where you see yourself whole, you see yourself complete, you see yourself perfect, there is also a corresponding emotion, a corresponding feeling that is accompanied with this vision that you see. What is the feeling? It's a feeling of appreciation, it's a feeling of thanksgiving, of gratitude, it's a feeling of freedom, it's a feeling of love, of life. You know, when you have that feeling, now you are in your physical body, you feel sick, but you're feeling something different. So what is it happen? What has happened? There's been a change. Amen. So now your feeling is driving you into something new, though your body has not yet changed. And so this is what we are talking about. When you are in the word of God, there is a change coming. But that change is seen when you adopt an elevated emotion, a positive emotion which is found in the word that will carry the thoughts of God, which is the word of God, into the place of manifestation. Amen. Amen. Und dementsprechend lernen wir, dass die Emotionen, sprich das Gefühl, ist der Träger der Gedanke. Das ist der Grund, warum ein Mensch, der krank ist, immer wieder sich krank fühlt, immer wieder dazu neigt, krank zu sein. Wenn man sich als Opfer fühlt und bleibt in diesem Gefühl, das Gefühl produziert den Gedanken der Krankheit. Und wenn man den Gedanken der Krankheit hegt, wir kennen das ja, so wie ein Mensch denkt, so ist dieser Mensch. Und das ist der Grund, warum das Wort Gottes
uns zu einem neuen Gedanken führt, zu der Gedanken Gott, zu den Gedanken Gottes, die gut sind, die rein sind, die wohl sind, die gesund sind. Warum? Wenn man diese Gedanken annimmt und so wie wir am Lernen sind, zu jedem Gedanken gibt es einem entsprechenden Gefühl. Dann kommt man zu dem Gefühl der Wertschätzung, der Liebe, der Freude, des Friedens. Man kommt zu diesem Gefühl, nämlich, dass man wertvoll ist. Was geschieht denn mit diesem Menschen? Das heißt, der Körper macht sich ja noch krank fühlen, doch aufgrund des Wort Gottes kommt man zu dem Gefühl des Wortes, sprich das Gefühl, was über das Gefühl des Wortes steht. Und wenn man da drin bleibt, was geschieht? Das Gefühl des Körpers verschwindet. Und hierzu sind wir in diesem Jahr berufen, dass wir das Gefühl aus dem Wort Gottes schöpfen. Im Wort Gottes dieses Gefühl. Und was geschieht denn mit uns? Wir sind in der Lage, von seinem Gedanken umgeben zu sein. Amen. Amen. So God is changing the way we feel. Also Gott ändert unser Gefühl. Amen. Amen. God wants to change the way you feel. Gott möchte dein Gefühlswelt ändern. If you embrace the word of God, wenn du das Wort Gottes aufnimmst, it changes the way you feel. Was geschieht mit dir? Dein Gefühl ändert sich. Amen. Amen. You feel love. Du fühlst dich geliebt. You feel peaceful. Du fühlst dich friedlich. You feel joy. Du fühlst die Freude. There is nothing that actually calls you to be peaceful. There is nothing in the world that makes you to be peaceful. There is nothing that should make you to be joyful. There is nothing that should satisfy you. But why are you joyful? Why are you satisfied? Why are you peaceful? It's because you have entered another realm. This is what we're talking about. Amen. Amen. We're talking about a place which is in Christ, in which God has placed you into, that when you become aware, awareness simply means that you put your attention, you bring all your focus into it, you have come out of that which defines those with the five senses. So the things of the five senses, it may be good, it may be not good, it doesn't affect your feeling because you have contacted another higher realm, and you're walking with a higher emotion. That's why a Christian should be joyful all the time. Amen. A Christian should be peaceful all the time. A Christian should be satisfied all the time. A Christian should be fulfilled all the time. Why? It's not because of what you see with your eyes happening around you. No, you are here with us, but you are not of this place. You are in another realm. In the beginning was the Word. So before you begin anything, stay in the Word. Amen. Catch the emotion of the Word. I tell you, that body will change. Amen. That environment will change. Amen. The time does not affect that place. Amen. Don't predict that before this year finish, something will happen. Amen. Or you say the meat of this year, this my miracle will happen. No, no, no. In that realm, there is no time. Forget about time. Amen. Before you realize, 1 week after, something happened. 2 months, something happened. So Amen. Don't place time. When you place time, you are out of the Word. Amen. And this is the problem. People will say, place time. Which time? Time is does not exist. Forget about time. Amen. Just enjoy your life. Abba, in Father. The present moment, before you realize, the thing will just collapse from somewhere. Where? Amen. From heaven. It will just collapse. Amen. Into reality. Amen. And you begin to enjoy it. Amen. You don't know how it happened. And this is what we call grace. Amen. Because Abba, you can't Vater. Explain it. Aber Vater. Amen. Es ist wichtig, von hinten angefangen, genau das heißt Gnade. Wenn Dinge, gute Dinge geschehen, die man nicht erklären kann. Wenn gute Dinge geschehen, wofür man keine Worte findet, das nennt man Gnade. Es ist wichtig für uns, dass wenn wir im Wort bleiben, dass wir keine Zeit setzen. Naja gut, also ich guck mal dieses Jahr an, so bis 30. Juni muss das also mit dem BMW schon geklappt haben. Also was tue ich mit meiner Aussage? Ich setze mich raus aus dem Wort. Ich begebe mich raus aus dem Wort. Da bis hierhin, da muss ich das und das schon gehabt haben. Ich habe mich gerade rausgeboxt. Denn warum?
im Wort gibt es keine Zeit. Das heißt, wenn ich einfach das Leben Christi genieße in dem Wort, ja, ob es eine Woche, zwei Monate, zwei Sekunden, zwei Tage, es spielt keine Rolle. Es geschieht entsprechend dem Wort. Es manifestiert entsprechend dem, wo ich mein Bewusstsein habe. Das heißt, im Wort zu bleiben bedeutet, mein ganzer Fokus, meine ganze Aufmerksamkeit ist auf Christus und ich, ist auf die Einheit. Und was geschieht denn mit mir? Das, was das Wort ist, wenn das Wort Kraft ist, dann geschieht mir Kraft. Wenn das Wort Licht ist, dann geschieht mir Licht. Weisheit, Erkenntnis, was auch immer ich zum Leben benötige, das geschieht mir aus dem Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn ich im Wort bleiben möchte, dass ich mich nicht umschauen körperlich und sage, Mensch, also ich spüre noch Schmerzen eigentlich. Ja? Allergie ist noch da. Ja, es ist kalt in Deutschland oder was auch immer. Es ist nicht die Zeit, die Umgebung anzuschauen. Denn warum? Im Wort Gottes geht es nicht um die Umgebung. Da geht es um dem Bewusstsein. Da geht es darum, dass das Unsichtbare durch mich sichtbar wird. Egal, was ich durchgehe, ich gebe uns allen, und zwar mit Brief und Siegel, wenn wir im Wort bleiben, was auch immer als Herausforderung in unserem Leben ist, es beugt sich dem Wort. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You know, Jeremiah said, da sprach Jeremia, thy word did I found. Dein Wort habe ich gefunden. And your word in me was a joy and a rejoicing of my heart. Und dein Wort in mir war die Freude und die Wonne meines Herzens. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a place. Es gibt einen Ort. The place of fruitfulness. Ein Ort der Fruchtbarkeit. It's not a place that you've been before. Ist ein Ort, wo du noch nie warst. That is why it is not appealing for you to be invited there. Und deshalb macht es dir nichts aus, oder es ist dir nicht gewöhnt, also du bist daran nicht gewöhnt, dass man dich dort einlädt. But when you get there, doch wenn du dort ankommst, everything is possible. Da ist alles möglich. Amen. Amen. Everything is possible. Alles ist da möglich. Everything that you ever need, also alles, was du je brauchst, is already established there. Ist schon dort gegründet. Amen. Amen. What is your vision? Welche Vision hast du? What do you want to see happen? Was soll in deinem Leben geschehen? What? Was? Write it down. Schreib es dir nieder. What you want to see happen in this year? Also das, was du in diesem Jahr erleben möchtest, schreib es nieder. Because what you write down. Denn das, was du niederschreibst, you think you're writing something you want, du denkst, du schreibst etwas, was du möchtest. But what you're writing, doch was du niederschreibst, is already in the word. Die gibt es schon im Wort. It's already established. Das ist schon gegründet im Wort. It's settled. Das ist schon erledigt. But you have to be specific. Doch es ist wichtig, dass beim Niederschreiben, dass du spezifisch bist, ganz genau. Amen. Amen. And when you are specific, und wenn du spezifisch bist, there is a corresponding emotion that you need to adopt. That is a secret. The secret is your feeling. You are what you feel. Amen. Amen. You are what you feel. Don't deceive yourself. You may think that, oh, I want to be great. I want to be mighty. And you always feel mediocre. You always feel like I cannot do it. You always feel somehow. You can't deceive yourself. What you're thinking, it's not the real you. The real you is what you're feeling. Hmm. Amen. As a man thinketh in his heart, is the heart. Blessed are the pure in heart. It is your heart. Your heart is a place of feeling. So if you feel bitter, you feel anger, you feel unforgiveness, that is what you are driving your thought into. And so if your thought is positive and your feeling is negative, the motto that drives the thought, which is your feeling, cannot drive that positive thought. Hmm. Amen? So you are stuck. So there must be a corresponding feeling to the thought that you adopt. So in the word of God, God gives you
a new thought. Hallelujah. Amen. Whatsoever is good, whatsoever is lovely, whatsoever is of good report, think upon this thing. Why should you think upon it? Healing, is it not something wonderful? Hallelujah. Amen. Riches, is it not something wonderful? Mm-hmm. So when you begin to think upon all those things, then correspondingly, you are pushed into the manifestation of those things through the emotion that comes with it. Yes, the emotion of inspiration. You are inspired. The emotion of freedom. The emotion of peace. The emotion of appreciation, of gratitude. And when you begin to walk like that every day, they see you joyful. Amen? From the 5th of January till the 31st of December, you are joyful, you are peaceful. Amen. 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 This is what God wants. Not that you are bitter because you see this one I've got his car. God, where's my car? Where's my healing? God is not a respecter of person. Amen. We read it. He's not a respecter of person. Amen. You will cry, but not in this church. You will not cry. Amen. Amen. You will laugh. Amen. Because we have learned. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, und genau das ist hier das Geheimnis, nämlich es geht um das Gefühl. Denn warum? Ein Mensch ist sein Gefühl. Nicht sein Gedanke, sondern sein Gefühl. Denn so wie der Mensch in seinem Herzen denkt, in dem Herzen trägt man Gefühle und nicht bloße Gedanken. Denn warum? Es soll ja einem zuteil sein in seinem Herzen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu erkennen, wenn wir nun unser Herzen entsprechend Christus steuern, was geschieht denn mit unserem Gedanken? Die Gedanken Christi, die Gedanken von Wertschätzung, die Gedanken der Inspiration, die Gedanken, dass wir wertvoll sind. All diese Gedanken werden nun in uns freigesetzt. Und deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, so wie anfangs gesagt wurde, Gott ist kein er hat kein Ansehen der Person. Das heißt, also Bitterkeit oder Neid oder Eifersucht, all das bringt bei Gott nicht. Der hat, warum ich nicht? Na ganz einfach, schau dir mal deine Gefühle an. Du magst ja positiv denken, aber wenn deine Gefühle negativ sind, Gefühle sind der Motor, der den Menschen treibt. Das heißt, wenn das Gefühl negativ ist, der negative Gefühl kann die positive Gedanken nicht antreiben. Doch wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, wenn du zulässt, dass dein Gefühl zum Wort wird, also sprich das Gefühl aus dem Wort zu deinem Gefühl wird, was geschieht denn mit dir? All das Positive, all die Gedanken Gottes, was auch die Kräfte Gottes tragen, werden dir zuteil sein. Amen.